Meine lieben Erstklässler, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ich auch wieder hier bin in der Schule. Ich habe mir gedacht, in der Schule können wir gut diese Lernvideos machen, indem wir was schreiben lernen. Und wir haben ja einen neuen Buchstaben gelernt. Ihr erinnert euch, das war das Sch. Ne? Da bin ich in der Schnitzeljagd um das Haus rumgelaufen, zur Schaufel, zur Gartenschere, zur Asche und so weiter. Und bin dann am Ende rausgekommen bei der Schokolade. Und ich würde mit euch gerne den Buchstaben schreiben. Das Sch, ihr habt gesehen, das Sch besteht aus zwei Teilen, die wir eigentlich schon hatten. Der erste Teil war das S und danach kam ein Ch, das im Prinzip direkt dran gebaut war, also vom Schreiben her. Und ich würde, weil ihr es ja eigentlich schon könnt, jetzt euch wie beim letzten Mal den Buchstaben an die linke und rechte Seite einmal in groß und klein anschreiben. Und danach gucken wir, wie wir es in die Linien schreiben. Ja, und dann schreiben wir es ein paar Mal und dann gibt es wie immer danach unten in der Videobeschreibung die Arbeitsblätter, die dazu passen. Zuerst schreiben wir es in groß, also in rot. Uli ist auch da. Hi Uli. Ich gebe dir mal die Kappe, dann kannst du in der Zeit ja, ein bisschen hier wach halten. Es geht los. Wir schreiben ein großes S und dann schließen wir an Ch. Direkt an. Ja. Es geht hier oben los in die Richtung. Ihr macht die Doppelschlinge, dann geht es weiter in das Ch, den Looping runter und den Anschlusshaken. Ja. In klein sieht es ungefähr genauso aus. Wir machen ein kleines S und gehen in das Ch weiter. Wir fangen hier an, starten hier hoch, machen eine Angelschnur dran, dann machen wir das Ch so, wie wir es schon gelernt haben. Ganz leicht. Jetzt als nächstes schreiben wir das Sch in die Linien. Ihr seht das Haus, Dach, Wohnzimmer, Keller. Beide Sch gehen nicht in den Keller. Die haben Angst vor dem Keller, weil es immer so dunkel ist. Die haben Schiss vor dem Keller, weil es immer so dunkel ist. Und deswegen bleiben die nur in den oberen zwei Etagen. Wir fangen wieder mit dem großen Sch an. Du startest etwas unterhalb der Spitze des Hauses, wendest auf der Wohnzimmerdecke, gehst zurück und schließt das kleine Ch an. Hier geht's los, ein bisschen unterhalb. Nochmal, es geht ein bisschen unterhalb von der Spitze des Hauses los, dann wieder bis zur Spitze hoch, ein Umkehrhaken auf der Wohnzimmerdecke, dann geht's weiter zum Ch. Ein Looping, der fällt steil ab. Unten startest du wieder hoch, machst einen Bogen und einen Anschlusshaken. Ein letztes Mal, damit du es gut siehst. Wir starten unterhalb der Linie, wenden Looping, Anschlusshaken. Das war schon das Große. Und das Kleine ist auch tatsächlich ganz leicht. Das Kleine ist am Anfang nur im Wohnzimmer und traut sich dann am Ende für den Looping einmal ins Dach. Wir starten auf der Grundlinie, gehen schräg hoch, Angel, Schnur und dann wie beim großen Sch den Rest dran. Es geht hier los, steil nach oben, ausgeworfene Angelschnur und dann ins Ch. Und nur hier geht es hoch in die Spitze des Hauses und in den Anschlusshaken. Wir starten hier. Und schreiben das kleine Sch, großes Sch, kleines Sch. Ja. Die Arbeitsblätter, die sehen so aus. Das erste Arbeitsblatt ist ein Blatt, wo du im Schreiblernheft schreiben kannst. Da kannst du einfach
fünfmal den Buchstaben nachspulen und dann die Reihen vollschreiben. Und beim nächsten Arbeitsblatt kannst du ganz einfach die Reihen vollschreiben. Oh, falsch rum. Und da habe ich dir noch ein Wort reingebaut, das man eigentlich nicht sagen darf. Findest du raus, welches es ist? Guckst dir mal in der Videobeschreibung unten an. Und dann viel Spaß beim Arbeiten. Tschüss!